Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spirit Luckys großes Abenteuer. So, wir haben die Aufgabe, Abigail zu treffen. Wir haben ja beim letzten Mal die roten Beeren gesammelt, um den Bären in den Bergen loszuwerden und den Bärenbären aufzubinden. Haha. Ich weiß, der war einfach mega unlustig. Ja, und Abigail hatte eine Idee, was wir jetzt genau mit den Bären machen müssen. Keine Ahnung, aber das wird sie uns jetzt mit Sicherheit erklären. Hi, Abigail. Ich wollte dich nur mal anhüpfen, dass ich mich immer verdrücken muss hier. Grüß dich, Abigail. Hier, bitte. Sind das die roten Bären? Huch, nein, die würde ein Bär nicht wollen. Nein, diese Beeren sind weich. Die Beeren, die ich meine, haben überall diese kleinen Unförmigkeiten. Such mir ein paar davon. Okay, rote, unförmige Beeren. Bin gleich wieder zurück. Ach, das hättest du jetzt aber auch direkt sagen können, Abigail. Also echt. Lass uns gehen, Spirit. Ah ja, da hinten. Halt, in die Richtung geht's weiter. Ja. Okay. Also auf Richtung Berge. Das scheint der richtige Weg zu sein. Berge. Haha. Oh Gott. Der war derart flach. Der übertrifft sogar noch mich in der Schulzeit. Ich liebe dich, Spirit. Ah. Das ist voll süß. Ich find's einfach so knuddelig. Hey, Spirit. Ist echt süß gemacht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich kann's eigentlich auch nur wiederholen. Wie gesagt, ich find's auch völlig legitim, dass es vielen von euch nicht so recht gefällt. Das ist ja komplett Geschmackssache. Aber ich finde es toll. So. Ja, da hinten, da wollte ich ja... Da wollte ich ja auch noch gucken, was da hinten so rosa schimmert. Das werden wir bestimmt gleich rausfinden. Guck mal, da rennt doch auch noch ein Bär rum. Oh, es leckt schon wieder so. Ich rufe gleich Spirit einfach zu mir, aber ich möchte jetzt erstmal noch. Möchte jetzt erstmal noch da unten hin. Ah, ich werde aus der Richtung werde ich da hin müssen. Guck mal, da sind, wenn wir jetzt hier rechts runtergehen, da sind wieder diese Punkte zum Hochklettern. Aha. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal, wir kommen so auch wieder rauf. Was haben wir da drin? Sporthose. Das mag ich am liebsten, wenn ich mit Spirit durch die Prärie reite. Naja, Sporthosen sind ja auch gemütlich, ne? Ich trage auch total gerne meine Leggings. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich die Leggings nicht so gern zu Hause trage. Weil, also es ist ein Unterschied, ob Sporthose oder Leggings. Also ich habe zum Beispiel die, oder so. Meine Leggings zum Beispiel, ich hab solche und solche. Ich habe so total gemütliche Fleece-Leggings. Die ziehe ich mega gerne an. Weil die einfach total gemütlich sind. Oh. Du sollst einfach in die andere Richtung dran vorbeilaufen.
Perfekt. Weil die einfach total gemütlich sind und bequem zu Hause. Eine Sportleggings hingegen, da käme ich nicht auf die Idee, die zu Hause anzuziehen. Weil die einfach knalleeng sind, weil ich beim Sport halt auch nichts Lockeres an mir leiden kann. Das ist auch der Grund, weshalb ich beim Sport nie ein T-Shirt über meinem Sport-BH drüber habe. Weil ich einfach, ich kann beim Sport nichts an mir leiden, was so super eng ist. An Beinen geht halt noch. Was leuchtet denn jetzt da hinten noch so pink? Ach, da. Also beim Sport, die engen Leggings, das ist noch was anderes als ein Oberteil. Aber Oberteile kann ich sowieso an mir nicht leiden beim Sport. Rote, unförmige Beeren. Diese Beeren sehen so saftig aus. Ich hoffe, dass sie auch süß sind. Okay. Aber bei mir ist es halt so, das können wir uns eigentlich nochmal abholen lassen. Ich mag das nicht, wenn die Sachen irgendwie so an einem kleben, wenn man halt Sport macht. Und wenn man dann schwitzt. Und deswegen denke ich mir, hey, ich ziehe mir einfach gar keine Sachen an, da kann auch nichts an wie kleben. Das klingt jetzt, als ob ich ein Nudist wäre und irgendwie nackig im Fitnessstudio rumrenne, aber ein bisschen was habe ich ja schon noch an. Immer noch mehr als manch andere. Selbst wenn ich meine Shorts anziehe und Sport-BH, habe ich trotzdem noch mehr an als manch andere. Aber ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ich weiß es nicht, ob das jetzt auch eher Jüngere gucken, die vielleicht generell sich noch nicht so anziehen oder die noch nicht ins Fitnessstudio gehen. Oder ich habe mich ja früher auch, also ich finde, das kann man auch erst ab einem gewissen Alter machen. Bis zu einem gewissen Alter. Beziehungsweise bis zu einem gewissen Aussehen oder wenn man sich wohlfühlt, aber ist ja auch immer so eine Sache. Manche sagen dann vielleicht, wie sieht die denn aus? Ja Gott, solange man sich wohlfühlt, ne? Ah ja, Abigail. Sind das die richtigen roten, unförmigen Beeren? Lecker, die sind echt richtig süß. Ein Bär würde sie nicht mögen. Die sind zu groß. Die Beeren, die ich meinte, sind winzig. Sieh mal, ob du welche davon finden kannst. Okay, rote, unförmige, winzige Beeren. Bin gleich wieder zurück. Was will sie denn bitte? Also langsam bin ich hier aber ratlos. Finde winzige, rote, unförmige Beeren. Ja gut. Aber wir müssen wieder in die Richtung. Ist das wieder irgendwo im Wald, in den Bergen, bei den sieben Zwergen? Ja, ist ja gut, Spirit. Ich weiß, sie haben einen Baum geknutscht. Kann man ja auch mal machen. Die haben auch Gefühle. So, genauso wie du, deswegen wirst du jetzt wieder geknuddelt, damit du schneller läufst. Ich liebe dich, Spirit. Ah. Es gab ja früher von dem alten Spirit-Film, gab es auch mal ein Spiel. Das war mit Rain, mit der gescheckten Stute. Aber das habe ich nie gespielt tatsächlich. Das ist schon ganz, 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 ganz alt. Östliche Prärie. Yeehaw, I have a dream of the wild open prairie. Di 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 di. Das scheint der richtige Weg zu sein. Ah, das ist auch ein sehr, 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 sehr krasses Lied, finde ich. Ich finde sowieso, dass der erste Spirit-Film einen sehr, sehr guten Soundtrack gehabt hat. Hans Zimmer hat den, glaube ich, gemacht. Waren ja auch viele Lieder, also ich glaube, alle mit Gesang waren von Bryan Adams gesungen, wo ich auch der Meinung bin, dass die Stimme sehr, sehr gut reinpasst. Wobei ich auch die deutsche Stimme der Lieder nicht schlecht gefunden habe, muss ich sagen. Und das war der erste Film, der es geschafft hat, mich als Kind zu fesseln, obwohl die Hauptfigur im Endeffekt nur mit Gesten, nur mit Mimik gesprochen hat und keine eigene Stimme hatte. Und ich finde, das muss man auch erstmal schaffen, Jüngere mit dieser Art Film zu fesseln.
Also es gab noch einen, Blitz der schwarze Hengst. Da hat das Pferd natürlich auch nicht drin gesprochen. Als ich mir den damals angeguckt habe, war ich, glaube ich, noch zu jung dafür. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich gewesen bin, als ich den geguckt habe, aber da war ich noch zu jung. Der hat mich nicht fesseln können. Spirit hingegen hat es geschafft. Oh, da leckt's wieder. Ich glaube, ich komme näher. Oh. So, sind das denn jetzt die Bären? Aha, ich habe es gefunden. Endlich die perfekten Bären zum Bärenfüttern. Wehe, sie hat jetzt wieder irgendwas, was ihr nicht passt. Schraubenzieher aus der Wassermühle. Die Nebenquest haben wir ja auch noch. Es fehlen noch 2 Wegpunkte. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich nehme jetzt trotzdem, wir gehen trotzdem erstmal zur Hauptquest und porten uns nach Hause, dass wir bei Tag ankommen. Ansonsten haben wir nämlich jetzt gleich wieder Nacht. Das wäre auch wieder irgendwie suboptimal. Hätte ich ganz gerne ein bisschen anders. So. Ich glaube, ich lasse jetzt tatsächlich die Jacke bis zum Schluss an. Ich finde, die sieht so bombastisch aus. Die steht Lucky einfach so gut. Finde ich richtig schön. Ich glaube, ich komme näher. So. Hiya, Abigail. Sind das die richtigen roten, unförmigen, winzigen Bären? Oh ja, das sind sie. Bären lieben diese Bären. Ein Bär wird sich definitiv von diesen hier ablenken lassen. Großartig. Vielen Dank, Abigail. Du warst mir eine große Hilfe. Hat ja nur Jahre gedauert. Wo müssen wir denn jetzt hin dafür? Sehe ich nicht. Lass uns gehen, Spirit. Obala. Das war eigentlich nicht so geplant, aber macht nichts. Jetzt sind wir erstmal wieder Äonen von Jahren unterwegs. Wir müssen jetzt erstmal wieder in die Berge. In den Schnee. Aber ich könnte theoretisch... Ist da hinten der Sack? Ist das die Nebenquest? Nee, die ist noch weiter weg. Boah. Ist ja richtig weit weg. Aber ja, und dummerweise auch noch in der falschen Richtung. Ah. Ich liebe dich, Spirit. Du süßes kleines Kerlchen. Lass uns gehen, Spirit. Was ist das da oben? Das ist doch nicht die Mühle da, wo so rosa leuchtet, oder? Oh wow, Spirit, du siehst müde aus. Oh, tut mir leid. Schnauf mal durch. Das tut mir leid. Ich liebe dich, Spirit. Siehst du, so geht das. Spirit reagiert auf Worte. Wenn Lucky ihm sagt, dass sie ihn liebt, dann ist er direkt wieder Feuer und Flamme. Kann ich den wegblitzen?
Foto ist perfekt geworden. Nö. Ich stecke fest. Dreh dich doch um, Mensch. Dann lauf doch mal in eine Richtung. In irgendeine Richtung musst du doch laufen. Ja, oder dran vorbei. Dann komm mal wieder zu dem rosanen Strahl da oben. Spirit, so wie du jetzt stehst, ist es immer leichtes, dich an der Flanke zu packen und dir den hinteren Bauch aufzureißen. Lauf doch einfach nach rechts. Ich kann aber halt auch gerade absolut nicht gescheit lenken. Die Kamera in dem Spiel ist ab und an schon mal so ein bisschen anstrengend. Nicht nach links, du Idiot! Ich muss dazu nichts sagen, oder? Spirit, du zeigst dich heute nicht unbedingt von deiner schlauen Seite. Ich kann halt nicht mal absteigen. Ich bugge hier gerade komplett fest. Oh. Ja, natürlich, jetzt dreht er wieder in die andere Richtung. Du bist ein Idiot, jetzt dreht er aber noch den Rücken zu. Ihr Lieben, ich würde mich heute von euch verabschieden und gucken, ob ich mich abholen lassen kann, bis es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal mit Spirit, der blöde Mustang. Bis dahin. Tschüss.